So, und damit willkommen zurück zu einer neuen Folge Pokémon Storm Silver. Beim letzten Mal sind wir in den Turm hier gegangen, beziehungsweise haben uns zum ersten Mal da umgeschaut und sind auf unseren Rivalen getroffen. Daraufhin sind wir schreiend aus dem Turm geflüchtet, weil ich meine Pokémon heilen wollte. Nein, eigentlich nicht. Eigentlich sind wir normal den Turm, haben wir normal den Turm verlassen und werden uns nun weiter hier umschauen. Denn dort unten sind ja noch die drei legendären Pokémon verteilt, die natürlich auf uns warten, bis wir unten angekommen sind. Allerdings müssen wir uns erstmal hier durchprügeln und ich habe Sinmas vorne, das ein recht schlechter Fall ist. Wobei, gar nicht wahr. Ich habe gelogen, wir haben Biss. Biss sollte kurz Prozess mit dem Schuppit machen, was aus meiner Sicht übrigens ein recht cooles Pokémon ist. Ich kann mich mal doch daran erinnern, dass ich früher mal ein Schuppit hatte und ich fand das voll süß. Ich weiß nicht warum, aber ich finde Schuppit süß. Und dann hat sich es weiterentwickelt. Dann war es nicht mehr süß. Don't worry, we Fire Brothers know the true power of fire better than anyone. Damit kommen wir auch in unseren allerersten Kampf in dieser Folge gegen Ned. Und er setzt ein Smogon ein. Was hat das mit Feuer zu tun? Oh, ich habe schon die Idee. Komm ja nicht auf die Idee, jetzt Flammenwurf einzusetzen. Ich warne dich. Das ist in Ordnung. Aber nicht Flammenwurf. Das ist nicht in Ordnung für ein Smogon. Keine Chance. Nächstes Pokémon ist ein Numel, von dem ich keine Ahnung habe, was es ist. Wir schicken einfach mal Sayaska in den Kampf. Wird sie schon irgendwie hinkriegen. Im Zweifelsfall setzen wir halt KB ein, wenn ich merke. Ist das die Vorentwicklung von Camerupt auf Deutsch oder auf Englisch? Ich weiß gerade nicht, wessen Name in welcher Sprache gültig ist. Scheinbar war das gar nicht mal so falsch. Er steigert seine Spezialverteidigung, das sollte ihn allerdings jetzt nicht mehr retten. Dieses Pokémon hat einen interessanten Blick übrigens drauf, finde ich. Nur mal so angemerkt. Und das reicht immer noch nicht für das Level-Up. Nun kämpfen wir gegen Igellava. Ich glaube, es ist Igellava. Wir haben ja selber eins. Allerdings möchte ich Sinmas darf das machen. Ich hoffe zumindest, dass er das machen darf. In der Form, dass ich hoffe, dass er überlebt. Es ist nämlich auch Level 25. Wir probieren das mal. Ja, das ist noch erträglich. Wow, Sinmas, du machst einen abartig heftigen Schaden. Das mag an dem Item liegen, was ich dir in der letzten Folge gegeben habe. Aber trotzdem, der Schaden ist ganz schön höllisch. Nicht, dass ich das nicht gut finde, aber muss schon sagen. Thanks for such a heated battle. So heated war der irgendwie gar nicht, weil du keinen einzigen Feuerattack eingesetzt hast. Nein, Mutti, ich habe keinen Bock. Das ist der Trick gegen die Mutter. Einfach irgendwas anderes machen. Ignorieren. Funktioniert scheinbar immer. I'm practicing my fire breathing in that burn tower. Don't try this at home. Ach, das ist ja ein richtiger Witzbold. Na, also ich mache es immer zu Hause. Packe die Küche ab. Und das Wohnzimmer. Funktioniert. Mal davon abgesehen, eins davon war gerade wahr. Aber nicht mit Absicht und ich war jünger. Sehr viel jünger. Gut. Damit ist auch das schon mal geklärt. Ich glaube, wir wechseln mal aus, weil Sinmas ist jetzt schon Level 26. Hat eine richtig gute Spezialverteidigung und er sendet Slowpoke in den Kampf. Was setzen wir gegen Wasser-Pokémon? Wir probieren mal Okt. Warum hat dieser Pokémon, also dieser Trainer, ein Wasser-Pokémon? Das ergibt recht wenig Sinn für mich. Wir probieren mal Flügelschlag aus. Und das macht viel zu wenig Schaden.
Und das im Gegensatz macht viel zu viel Schaden. Wir probieren Nightshade aus. Das macht immer noch viel zu wenig Schaden und das wird ihn wahrscheinlich jetzt umhauen, so wie ich Oct kenne. Nein, wird es nicht, aber wir wechseln trotzdem aus, weil mir das zu riskant ist. Denn ich habe keine Lust, jetzt schon auf Oct verzichten zu müssen, weil ich aus Versehen Fehler gemacht habe. Das gefällt mir schon viel besser. Auch wenn KB eine Wasserschwäche hat, sollte die Kopfnuss ausreichen. Oder auch nicht. Vergesst, was ich gesagt habe, die Kopfnuss reicht definitiv nicht aus. Die zweite tut es glücklicherweise. Leider noch kein Level Up. Nächstes ein Chameleon. Wir senden Sayaska in den Kampf. Werden das Chameleon mit Exosensory angreifen und dann auswechseln auf Oct. Oh. Ach, verdammt, Chameleon ist ein Glutexu. Ich hätte gerade irgendwie ein anderes Pokémon im Kopf. Zum Beispiel das, was im Deutschen Chameleon heißt, glaube ich. Also, egal. Das war doof. Ich verwechsel immer diesen englischen Namen mit einem anderen Pokémon. Das passiert mir immer wieder. Das hatte ich vor einigen Folgen schon mal. Und ich hoffe mal, dass er jetzt nicht nochmal crittet. Das fände ich extrem uncool. Danke. Das sollte der Level-Up für Sayaska hoffentlich werden. Gehe ich mal stark davon aus. Und nach dem Kampf werde ich dann auch mal heilen. Level 26. Sehr schön, sehr schön. Husch, husch, fum. Ja, ich weiß nicht. Wenn ich solche Geräusche mache... Nein, Mutti. Ich möchte nicht reden. Die muss sich auch irgendwie veräppelt vorkommen, glaube ich, so nach einer Zeit, wenn ich nie rangehe. Egal. Ich weiß gar nicht, wie viel Geld wir haben. Ich sollte aufpassen, dass ich nicht zu viele Tränke verbrauche. Denn ich habe immer noch die Befürchtung, dass ich sonst zu wenig bei dem Arena-Leiter haben werde. Da fällt mir gerade ein. Ich habe Oct im letzten Part ja den EP-Teiler genommen. Und werde ihm den jetzt wiedergeben, denn nach einiger Überlegung stelle ich nämlich fest, dass er recht wenig aushält. Und bevor er mir drauf geht beim Kampf, gebe ich ihm lieber den EP-Teiler. Denke, das ist vertretbar. Und wir finden ein HP ab, was wir nicht wirklich brauchen. Vielleicht verkaufe ich das auch. Muss auch mal schauen. Ich glaube, das bringt recht gut Geld. Aber nun, als nächstes werden wir nach unten gehen, nachdem wir dieses Dragosso in die Schranken gewiesen haben. Oder wir flüchten einfach. Haha, erscheint mir sinnvoller. Beziehungsweise schneller. Und da sind wir auf der unteren Ebene des verbrannten Turms angekommen. Wenn wir jetzt hier runtergehen, wartet jemand oder etwas. Je nachdem, wie man es sieht. Did you see it? Siyukyun raced by like a blur, right in the front of my eyes. I've been chasing Siyukyun for almost 10 years, but I have never been this close. I'm all choked up. By the way, it was clear to me that Siyukyun took notice of your presence. Egg critiques legendary Pokemon are said to come to people only when they recognize their talents. Perhaps I should be more aggressive towards Siyukyun. Anyway, Kaiten, we will meet again. Danke für den Hinweis, dass wir uns doch mal wiedersehen werden. Frage ist nur wann und wo. Und da liegt ein Item rum, wo ich nicht rankomme. Verdammt! Ich glaube, jetzt ist schon der Zeitpunkt gekommen, wo wir uns aus dem Turm herausbegeben und an einen anderen Ort gehen können. Und zwar Richtung Arena. Denke ich. Ich glaube, das ist gar nicht mal so unangemessen. Bevor ich das mache, werde ich allerdings das Repel verwenden, den Schutz. Weiß gar nicht. Heißt Repel wortwörtlich übersetzt tatsächlich Schutz? Weil das kommt mir eher so wie ein Insektenschutz vor. Aber gut, ist ein Schutz. Schutz ist Schutz. Wenn ich hier durchkomme. So. Die Supertränke waren auch ein bisschen Verschwendung, habe ich jetzt so festgestellt.
Macht nichts, wir gehen trotzdem mal kurz ins Pokémon Center, weil es quasi auf dem Weg liegt. Und danach verschwindet natürlich erstmal der Schutz. Ist klar. Werden wir noch nicht in die Arena gehen. Mir ist nämlich gerade eingefallen, dass da noch ein Gebäude über dem Pokémon Center ist, nördlich, um genau zu sein. Ich vermute einfach, dass hier oben gleich Norden ist. Was anderes ergibt irgendwie wenig Sinn. Und dort werden wir mal als erstes vorbeischauen. Hey, hey! Stop dancing such a serious dance. Show me something like a hula dance. You mustn't push such a request on me. Huh? Are you telling me you don't respect what the customer wants? Well, then I'll show you how to dance. I'll show you a great one. Ja, da dreht er sich im Kreis der Liebe oder Böse, je nachdem. What's the deal with that Team Rocket Grunt messing with my Kyono girl? You're a trainer, aren't you? Please help her. Oh, ouch! This stomach gag. Das war gerade eine Wortneubildung, oder? I wouldn't let this guy act like that. Were it not for this pain. Ah, okay, du hast Kopfschmerzen und kannst deswegen nichts machen. To do such a terrible thing to a Kimono girl. I don't understand how young people behave these days. Ja, ja, so ist das heutzutage. Okay, die redet nicht mit mir, aber du redest mit mir gleich zwangsweise. Als erstes werden wir austauschen, und zwar KB gegen Sinmas. Und den Kampf beginnen. Huh, who are you? You dare to get in my way? Aber jawohl. Ein kleiner Team Rocket Grunt, der hat noch nicht mal einen speziellen Namen. Das ist ja mal doof. Also für ihn, nicht für mich. Ich meine, mir ist es doch egal. Hat er halt keinen Namen. Wow, Cape, du musst so langsam dich mal entwickeln, weil du machst keinen Schaden mehr inzwischen. Letzte Arena hast du ziemlich gerockt, aber so wegen deiner hohen Verteidigung. Aber jetzt ist dein Angriff echt unterirdisch geworden. Wenn man davon ausgeht, dass du ein physisch ausgelegtes Pokémon bist. Das ist echt nicht schön. Ich hoffe ja, du entwickelst dich so in den nächsten Leveln. Zumindest, es wäre schön. Es wäre wirklich sehr schön, wenn du es tun würdest. Level 25 für KB. Und KB möchte die Fähigkeit oder den Angriff Takedown lernen. Ich muss aber nachschauen, was das ist. A reckless full body charge attack was slamming into the foe. It also damages the user. Ist sozusagen wie Risiko-Tackle nur schwächer. Body Check ist das, glaube ich. Glaube ja. Und dafür hauen wir Mudslap weg, weil das werde ich sowieso nicht mehr brauchen. So, KB hat Takedown gelernt. Ich glaube, das ist Body Check. Er sendet Golbat in den Kampf. Wir bleiben drin, weil KB braucht die Erfahrung. Ich hoffe ja, dass er sich auf Level 25 entwickelt, also direkt nach dem Kampf. Wow, diese Menge an Schaden, die er tut. Also uns antut. Okay, das macht nicht so viel Schaden, wie ich erhofft habe. Und er macht auch nicht sonderlich viel Schaden. Jetzt die Frage nach Kopfnuss. Kopfnuss ist fast genauso stark wie Takedown. Das ist schon irgendwie traurig. Na gut. Dann war es Takedown recht sinnfrei. Ich glaube, die etwas stärkere Variante von Takedown ist Risiko, also ist dann Risiko-Tackle. Allerdings dauert das, glaube ich, noch ein Weilchen, bis wir das lernen, falls überhaupt. Weil Risiko-Tackle ist, glaube ich, eine sehr starke Attacke. Okay, enttäusche mich jetzt nicht. Du musst das Golbat doch besiegen. Hat er scheinbar keine Lust zu. Nee, hat er scheinbar definitiv keine Lust zu. Das ist doof. Wenn KB jetzt drauf geht, fände ich das extrem uncool, weil es einfach nur ein Golbat ist, was er nicht mal effektive Attacke drauf hat.
Komm schon. Danke. Vielen Dank, dass du es doch noch hingekriegt hast. Looks like I lost. Yep, genau. Oh no, you make me look like a villain. Oops, I have an important mission. If they find out I was wasting time here, they make me start over as the lowest Team Rocket grunt. I better leave now. Yep, yep, yep. You must be Kaiten, correct? That was indeed excellent. Kind and strong. Good at raising Pokemon as well. That person does know what to look for in people. Oh ho ho, that was just me talking to myself. Never mind. Okay. Wonderful, you were so courageous for your age. It was a rare sight to see. I want you to have this. Don't be shy. Take it. Und damit kriegen wir, glaube ich, Surfer. Meine ich, genau. That's Surf. It's a move that lets Pokémon swim across water with ease. Prima, damit haben wir Surfer erhalten. Das ist schön. Können wir es jemandem beibringen? Gleich mal nachschauen. Neugierig und so. Ich finde dieses Menü immer noch komisch. Surfer. So, dann zeig mir ja. Physischer Angriff, 95 Stärke und keiner kann es lernen. Es wird vielleicht irgendwie deutlich, dass mir das Wasser-Pokémon im Team fehlt. Naja, zurück ins Pokémon-Center und nochmal heilen. Das zweite Mal diese Folge, wenn ich mich nicht irre. Und dann kommen wir so langsam auch dem Ende der Folge schon wieder näher, was ich schade finde. Allerdings werde ich noch einmal kurz in die Arena reinschauen, einen Kampf dort machen und dann die Folge beenden. Und wehe, der Kampf dauert über 3 Minuten, dann bin ich böse. Wenn er länger als 3 Minuten dauert, bin ich böse. Deswegen werde ich auch sofort austauschen. Und zwar Ock nach vorne, weil der ist schnell, der ist effektiv und ich hoffe, der kriegt das hin. Arena, ich komme. Huch, ist das dunkel hier. Can you inflict any damage on our Pokémon? Ich glaube ja, denn ihr habt Geist-Pokémon, wie ich zufälligerweise weiß. Hallo Nebulak, na, schon mal gegen ein Undicht-Pokémon gekämpft? Ich glaube nicht. Denn das tut verdammt weh. It's super effective. Ach, ist das schön. Und damit erreicht Ock Level 25. Man muss aber denken, der hat gerade ein Pokémon umgehauen, was 2 Level über ihm ist. Mhm. Ock möchte Assurance lernen. Ich weiß nicht, was das ist. Physischer Angriff. 50 Stärke. If the foe has already taken some damage in the same turn, this attack's power is doubled. Ah, okay. Ich weiß ja nicht, so toll finde ich das jetzt nicht. Aber es ist stärker als unser Angriff bisher. Es ist stärker als Pursuit. Wir hauen Haze einfach mal weg. So. Und dann wollen wir mal sehen, wie viel Schaden das macht. Jetzt kommt ein Duskull. Wir setzen gleich mal unsere neue Attacke ein. Es ist stark, allerdings nicht stark genug. Es ist schön, dass du dieselbe Attacke kannst wie ich. Tschüss. Ich glaube, das wird Ock's Arena. Definitiv. Bei dem, was er gerade an Schaden raushaut, ist das definitiv seine Arena. Er ist seit kurzem dabei und schon seinen Höhepunkt in der Karriere, will ich schon fast sagen. Allerdings. Ja, doch, definitiv. Er macht abartig viel Schaden. Das ist schön. Ich finde das gut. Ah, well done. Und damit gucke ich mal, ob ich hier vorbeigehen kann. Ich weiß es nämlich nicht, ich sehe es nicht. Würde ich sagen, beenden wir an dieser Stelle diese Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen bei diesem Part Pokémon Storm Silver. Ich hoffe, ihr hattet Spaß dabei und wir sehen uns dann das nächste Mal wieder.
wenn wir uns den restlichen Trainern und dem Arenaleiter dieser Arena widmen werden. Bis dann. Ciao, ciao.